musst essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Aha. Wo sind wir denn hier? In der letzten Drecksabsteige wurden wir abgeladen. Boah, überall die Fliegen. Boah. Voll ekelhaft. Boah. Schlafen wir überhaupt drauf auf so einem Steinklotz oder was? Und Ratten, überall Ratten. Brot. Aha. Brief eines Freundes, lies die Nachricht. Lesen. Corvo, wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Vorhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an den Eingangstür. An den Eingangstür, ganz genau. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Aha. Okay. Interessant. Corvus Zellenschlüssel. Nehmen. Irgendwelche von den großen Rattenrudeln gesehen? Verzieh dich. War hier nicht gerade noch eine Wache? Ah, das war wahrscheinlich die, die uns das hier drunter gelegt hat. Dennoch sollten wir aufpassen. Ah, es funktioniert mit Q und mit. Mit R, Q und R. Ah. Super. Control Room. Alles klar. Ich sehe hier übrigens fast nichts, wollte ich nur mal anmerken. Aha, Schwert der Stadtwache. Oh, und Geld. Geld! Krabbel! Voll geil. So, immer schön im Dunkeln bleiben. Hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Aha. Huch. Gegner eliminieren und nicht tödlich überwältigen. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du linke Maustaste drückst oder du schleichst dich von hinten an und hältst C gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Okay. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du es mit weniger Ratten und Weinern zu tun bekommst. Manche Personen, die dir wohlgesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Egal. Ach so, das hat A, ein eingeschobener Satz. Verstanden, alles klar. Ja, ja. So, das heißt, wir können uns immer entscheiden, ob wir die Leute am Leben lassen oder ob wir sie töten. Interessant. So schließt. Echtes Ereignis. Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Menschen. Zeigen wir schauen, ob jemand herkommt. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe.
Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Es kommt durch den Einzelhaftzellenblock, müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Schläger. Ich würde im Leben nichts von den Balls klauen. Ich habe nur auf dem Dach gearbeitet. Aha. Scheißreiche Milchtrinker, die mich hierher gebracht haben. Ich gehöre nicht hin. Jetzt sterbe ich als Unschuldiger. Ich gehöre nicht hierher. Ich habe nichts getan. Sie hat gelogen. Oh. Was? Aha, man sieht es also immer. Aha. Ist da noch jemand? Hallo? Ist frei. Viel Glück. Und mach ein paar Platz. Mach ich. Warum kann ich nicht mit dir reden? Das ist schade. So, ich würde gerne so viel wie möglich von dem Spiel mitkriegen. Lass mich raus. Nur noch drei Tage. Die Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung. Hast du gehört, dass die Aufseher Morris einkassiert haben wegen schwarzer Magie und so? Neue Nacht? Neue Wache? Bring eine Wache für mich um, ja? Klar. Keines Lied. Oha. Verdammt. Ah, fuck, falsche Taste. Nein. Ah. Mann. Oh nee. Oh nee. Sie empfängt sie gleich. Och. Alles klar. Bis gleich. Ein neuer Cut. So. Da sind wir wieder zurück. Hey, schon müde? Neue Nacht, neue Wacht. Mit dir. Ja. So, und diesmal mache ich es richtig. Ich speichere nochmal vorher. Jetzt kann ich mir. Ah, danke schön. Ja, das. Danke. Na super, ja, diesmal mache ich es richtig. Ja? Fuck. Eigentlich wollte ich das nicht tun. Ja. Gut. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal richtig. Habe ich dir erzählt, wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin gefasst habe? Verzieh dich. Fast. Aha. Der geht weg. Alles klar. So, den nehmen wir mit. Ah. So, ich muss auch erstmal wieder in dieses Spiel hineinkommen. Ich lege ihn mal. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträger. Ich lege den einfach mal hier hin. Na, hier. Hier kannst du gut schlafen. Huch, der schläft ja echt. Schön in meiner Pissecke. Da habe ich vorhin noch hingekackt. So. Jetzt warten wir, bis der sich wieder umdreht. Wie viele waren das, die hier waren? Okay, wir speichern und probieren es. Ups. Fuck! Hilfe! Ah! Umzingelt ihn! Schnappt ihn euch! Alles klar. Das sollte nicht so sein. So, erneut. Hilf mir doch jemand! Alles klar. Umzingel die! Nimm das! Okay, du musst es wohl sein. Alles klar. Scheiße.
du nimmst die beide also automatisch. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher... Hier kannst du zu deinem Freund liegen, der dir leider nicht mehr viel bringt. Scheiße. Ich wollte eigentlich keinen töten. Verdammt. Scheiße. Naja, gut. Okay. Den lege ich hier mal aufs Bettchen. Der schläft gut. So, schon mal speichern. Mann, ist das ärgerlich hier. Huch, ich erschrecke mich jedes Mal. Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilt. Okay, also ich muss auf jeden Fall besser timen. Mich besser umschauen und so weiter. Verdammt. Wenn du Q oder R drückst, kannst du hinter Ecken hervorschauen und die Lage erkunden, ohne von deinen Gegnern gesehen zu werden. Cool, das haben wir schon herausgefunden. Personal und Würdenträger mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Das kann man nicht drehen. Huch, man kann sogar unter so Dinger. Cool. Fußgängerbrückenzugang 16 Meter. Da hinten war doch noch einer, oder? Man sieht hier echt scheiße. Pistole? Voll geil. Sokolovs Gesundheitselixier. Die kann man nicht nehmen. Alles klar. Drücke Z, um ein Gesundheitselixier zu nehmen. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Toll, super, brauche ich nicht. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Okay, was ist hier? Kann man hochklettern? Oha. Oha. Was stand da gerade? Was? Nähere dich. Ah. Nähere dich dem Vorsprung und halte Leertaste gedrückt, um zu klettern. Alles klar. Super. Oh, ich denke immer, da geht eine Tür auf und da kommt jetzt jemand rein. Hallo? Ah. The Hound Pits. Scutter. Scudder versus Blackie. Come to the pub now for the best ales and the freshest blood ox stew. Aha. Ah ja. Alles klar. Aha. Hexenfisch. Dose mit gepökeltem Hexenfisch. Sokolovs Gesundheitselixier. Alles klar, Nahrung. Oh, verdammt. Ich weiß zwar nicht, warum ich diese Pistole... Ach so, da kriegen wir Munition. Aha. Das kann man wieder nicht aufnehmen. Nee. Alles klar. Money, 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 money. Noch mehr Money. So, nochmal schnell speichern. E zum Öffnen halte E gedrückt für das Schlüsselloch. Ah, weißt du Bescheid, ha? Sicht beenden. Huch,
soll das denn? Ich sehe hier nichts. Aha. Aha. Da rennt also einer rum. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Hexenfisch? Hallo. Dieser dreckige Abschaum. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Hier ist er! Ich will dich nicht töten. Schlüssel zum Hofgang. Ja, leck. Ja, das klappt ja schon mal super mit dem getöteten Monken. Na gut. Aufschließen. Hofgang. So, schnell speichern. Ich habe immer den Drang, ganz oft schnell zu speichern. Einfach aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe, das von sonst irgendwann wieder zu wiederholen. Beutel nehmen. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Verhörzimmer? Komisch. Alter, ich sehe hier nichts. Ich sehe echt nichts. Gar nichts, ey. Ja, leck. Scheint niemand hier zu sein. Dann grabbel ich mal wieder. Kein Geld. Geld. War da gerade was? Ist da unten jemand? Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Da scheint niemand zu sein. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Drücken. Verhörzimmer. Betritt das Verhörzimmer. Tja, hier haben sie mich gefesselt. Ich mach das mal wieder zu, nicht, dass mich jemand sieht, der da eventuell vorbeiläuft. Ah, voll heftig. Wahrscheinlich mein Blut. Haben sie mich gefoltert. Erniedrigt haben sie mich. Versucht mich zu zwingen, die Erklärung zu unterschreiben. Doch mein Wille ist standhaft geblieben. Und jetzt werden sie büßen für das, was sie mir angetan haben.
Aber erst glaube ich wieder Geld. Was ein Audiographspieler. Sofort.